Im Dezember kehren Nico und George zurück, diesmal wieder ganz klassisch in einem Point-and-Click-Adventure mit handgemalten Hintergründen. Allerdings erscheint Baphomets Fluch der Sündenfall in zwei Episoden. Die erste im Dezember, die zweite ist für das erste Quartal 2014 angekündigt. Die Geschichte führt uns zurück nach Paris, wo ein Einbruch und ein Mord die beiden Serienhelden schnell in eine Verschwörung hineinziehen. Der Sci-Fi-Sportklassiker Speedball 2, erstmals 1990 veröffentlicht, bekommt ein HD-Remake zum Download über Steam und GOG. In dem futuristischen Mix aus Rugby und Handball treten 28 Teams in 6 Stadien um die Meisterschaft an. Wer zuletzt noch Sorge hatte, der OMSI 2 könnte es nicht mehr bis zum Weihnachtsgeschäft auf Steam oder in den Handel schaffen, wird nun beruhigt aufatmen können, denn am 12. Dezember geht es mit einer neuen Strecke und neuen Bussen erneut auf Omnibusfahrt durch Berlin-Spandau. Diesmal geht's auf der Linie 5 von Ruhleben bis zur Nervenklinik Spandau. Der Multiplayer-Shooter Recoil verspricht Oldschool-Schießereien auf 10 Karten in 7 unterschiedlichen Spielmodi. Ob das nun aber reicht, um irgendjemanden hinterm Ofen vorzulocken, werden wir wohl erst im Dezember erfahren. Tiny Brains ist ein Koop-Puzzle-Spiel für bis zu 4 Spieler. Jeder steuert ein Tier mit Superkräften. Zusammen versuchen sie aus dem Labor eines verrückten Wissenschaftlers zu fliehen. Dazu müssen sie zusammenarbeiten und ihre individuellen Fähigkeiten wie Teleportation oder Schutzschilde schlau einsetzen, um diverse Rätsel zu lösen. Noch im Dezember setzt Telltale Games voraussichtlich seine Adventure-Serie The Walking Dead fort. Über die Story wissen wir noch nicht viel, nur dass diesmal wohl Clementine als spielbare Protagonistin übernommen wird. Die Macher von Planetary Annihilation hatten die Release-Version ihres Strategiespiels bislang immer für den Dezember 2013 angekündigt. Über das Early Access-Programm von Steam kann man die Beta-Version ja schon ausprobieren. Nach unseren jüngsten Anspiel-Sessions wären wir aber nicht überrascht, wenn der Titel doch erst 2014 erscheint. Monochroma ist ein puzzellastiges Jump'n'Run im Stil von Limbo, das weitestgehend auf Farbe verzichtet. Die Story ist in einem düsteren, dystopischen Alternativuniversum der 1950er Jahre angesiedelt, wo sich der Spieler in der Rolle eines Jungen mit seinem kleinen Bruder gegen einen tyrannischen Konzern wehren und überleben muss. Wer will, kann sich schon jetzt eine Demo-Version des Spiels auf der offiziellen Webseite herunterladen.